Ich weiß, es ist schlimm. Was du erlebt hast, ist unvorstellbar. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Miss Walker. Miss Walker. Walker. Fest! Bitte, sag mir, was passiert ist. Ja, Bobo, sag du mir mal bitte, was passiert ist. Es ist Folgendes passiert. Abigail, die nette Dame aus Infamous Second Son, hat ihr eigenes DLC bekommen, First Light. Juche, Standalone? Das ist ein Standalone-DLC, genau, und behandelt ihre Geschichte, die verdammt gut ist. Leider entwickelt sich Abby im Laufe des Abenteuers viel zu schnell von einem netten Mädchen zu einem Neon-Rambo, was alles plättet, was hier in den Weg kommt. Also ist wieder so ein bisschen flach. Ich fand die Story bei Second Son jetzt auch nicht so überragend. Die war gut, aber auch nicht mehr. In keinem Fall. Die Story ist ja ein 0815 Verschwörungsrache-Theorie-Gedöns. Okay. Es wäre mehr drin gewesen, aber es wandelt sich sehr schnell halt zu einem reinen Action-Teil. Es ist so ein bisschen wie Lara Croft im neuesten Tomb Raider, also die auch sofort zur Kampf-Amazone mutiert. Wobei es bei Abby um einiges schneller geht. Oh, okay. Unter dem Vorwand, ihren Bruder zu retten, was eigentlich sehr löblich ist, wird sie sehr schnell zur Killermaschine und benutzt ihre Neonkräfte, um alles aus dem Weg zu räumen. Das Wichtigste aber dann, wenn die Story schon nicht so prickelnd ist, macht es wenigstens Spaß. Es macht verdammt Spaß. Das Spiel ist schneller geworden, fühlt sich zumindest so an. Abby ist schneller unterwegs als Delsin. Mhm. Und der Fokus auf die Neonkräfte ist verdammt gut gelungen. Also man kann sie ausbauen. Und es gibt sogar Neonrennen. Sehen wir jetzt. Man läuft durch Neon-Tore und legt eine wahnsinnige Geschwindigkeit hin. Das ist so eine Art Checkpoint-Rennen dann. Genau, es ist ein Minigame innerhalb des Spiels. Also wenn man mal keine Lust auf die Story hat, kann man das mal machen. Sind die Nebenmissionen denn ein bisschen abwechslungsreicher? Die waren bei Second Son ja schon recht schwach. Die sind auf jeden Fall abwechslungsreich. Also man surft auf LKW-Dächern und beschützt LKWs. Man snipert, man rettet Leute. Ja, hier sind wir übrigens im Arena-Modus. Und der Clou des Ganzen ist, falls ihr Second Son gespielt habt und First Light einen Spielstand findet, könnt ihr hier in der Arena auch mit Delsin loslegen. Ja, ich wollte schon sagen, was ist das denn für ein Mannsvibe? Ja, relativ zu Ende des Spiels auch mal ein bisschen Abwechslung, was die Karte angeht. Das Spiel ist in Seattle angesiedelt, also nichts Neues. Die obere Insel der 2 ist vollständig begehbar. Und erst gegen Ende sieht man hier ein bisschen was Abwechslungsreiches. Okay. Übrigens, was Abby hier gerade veranstaltet hat, das ist auch eine Neuerung. Und zwar hat sie jetzt eine sonarähnliche Ortung. Und durch den Druck der L3-Taste sieht man die Gegner und die Freunde in der Nähe. Also es dient ein bisschen zur Orientierung. Also sie schießt hier gerade schon auf einen Helikopter. Ich gehe mal davon aus, einige Bosskämpfe sind auch im Spiel, ne? Leider nicht, bis auf den letzten finalen Kampf, der ja kein Bosskampf in dem Sinne ist, gibt es nicht diese klassischen Endgegner. Lohnt es sich denn vom Umfang her, das Geld für den DLC rauszuhauen? Der DLC kostet 15 Euro im PlayStation Network und bietet dafür 4-5 Stunden reine Story-Spielzeit. Plus der Arena-Modus macht das Ganze dann auch noch rund. Okay, und es sieht natürlich auch wieder total fett aus. Auf jeden Fall, also wie schon damals Second Son, es benutzt hier dieselbe Engine, die nach wie vor phänomenal aussieht. Ja gut, das wäre natürlich blöd, jetzt eine neue Engine wieder zu nehmen, aber brauchten sie auch nicht. Wirklich richtig hübsches Ding. Also du würdest sagen, es ist eine Kaufempfehlung? Ja, definitiv. Die Leute, die damals schon mit Second Son Spaß hatten, werden mit First Light auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Na, das hört sich doch gut an.